Das ist der Beta FPV X-Night 3 Zoll HD Quad, geflogen mit der RadioMaster TX16S und der DJI FPV Brille. In dem kleinen 3 Zoll Quad steckt das KDX Vista Modul mit der DJI Kamera. 1404 3800 kV Motoren, hinten die Original KDX Antenne und 3 Zoll Genfan 3016 Propeller. Innen steckt ein F4FC mit 12 Ampere ESCs, die ich mit Bele Heli M1695er direkt aktualisiert habe. Geflogen wird der Quad mit 450 mAh 4S Akku. Ein FRSK XM Plus Empfänger ist bei mir eingebaut. Der Quad wiegt gerade 129 Gramm und mit dem 450 mAh Akku sind es 185 Gramm. Dazu kommt noch der TPU-Kameraschutz, brauche ich aber nicht. Der gleiche Akku von GNB wiegt 2,5 Gramm weniger. In der Lieferung gibt es noch einen Satz Ersatzpropeller. Jetzt aber auf die Wiese. Heute haben wir ein super schönes Wetter und das Fliegen mit dem DJI-System macht so noch mehr Freude. Die 1404 Motoren sind recht leise, aber der Quad ist schon sehr schnell. Eigentlich eine perfekte Kombination mit den starken 1404 Motoren und dem Vista Modul auf einen 3 Zoll leichten Frame. Der Flug auf sich gelingt schon sehr gut. Hier das Bild direkt mit der DJI FPV Brille aufgenommen, also genau das, was man in der Brille sieht. Leider habe ich vergessen, hier auf 50 Mbit umzuschalten. Also fliege ich mit der etwas schlechten Bildqualität. Mit 25 Mbit Bildübertragung und trotzdem ist das Bild fantastisch. DJI FPV-System zu fliegen ist einfach ein Erlebnis. Da möchte man nicht mehr zurück zu der analogen Videoübertragung. Der X-Night 3 Zoll Quad fliegt sich fantastisch. Zuvor bin ich meinen alten 3 Zoll Vista Quad mit 1204 Motoren geflogen. Das war schon gut. Aber die hier 1404 Motoren liefern die richtige Kraft für den 3 Zoll Quad, der etwas schwerer ist als ein vergleichbarer analoger Quad, aber mit 4S fliegt er super. Das X-Night T700 Carbon ist schön steif und liefert ein gutes Flugverhalten. Zwar finde ich den analogen 4 Zoll X-Night schneller, aber der 3 Zoll Vista Quad in dieser Klasse ist der beste, den ich als 3 Zoll mit Vista Modul geflogen bin. Also wenn es der kleinste digitale Quad werden soll, dann dieser X-Night 3 Zoll. Klein, schnell und leicht genug. Ich habe hier die Bele Heli M-Firmware 16.9 auf den SCs installiert und 48 kHz PWM Frequenz eingestellt. Die aktuelle Betaflight 425 ist drauf mit bidirektional D-Shot, also aktiver RPM-Filterung. Hier die PID-Werte. Und hier die Filterung, die ich eingestellt habe. Wichtig ist immer für RPM-Filterung der Dynamic Notch Filter. Mit diesen vier Werten 0, 250, 90, 350. Und so fliegt er richtig gut mit dem F4FC von Beta FPV. Das ist der beste digitale 3 Zoll Quad, den ich bisher geflogen bin. Ach, und denkt an den Black Friday und die 20% Rabatt bei Beta FPV Shop. Viel Spaß beim Fliegen!